Teil. Carlsen vorher, wenn ich es richtig geguckt habe, eine Partie verloren gegen Alireza. Und jetzt mit den weißen Steinen ist er auf Wiedergutmachung bedacht. Spielbau nach D4 gegen Duda. Und wir sehen ein Theorieduell in der sogenannten katalanischen Eröffnung. Spanner nach 3, Bauer nach D5 und Carlsen greift zu. Bauer nach G3, um den Läufer rauszubringen. Eine Eröffnung, die er relativ fest im Repertoire hat. Spätestens seit des WM-Matches. Seit dem WM-Match, sagt man, ne? Manchmal nutze ich zu viel Genitiv. Seit dem WM-Match gegen Jan Nepomniachtchi, wann war es, 2021. Spielt Carlsen häufiger katalanisch. Wir hatten ja auch im letzten WM-Match zwischen Ding und Nepomniachtchi. Katalanisch erwartet von Ding, aber Ding wollte sich da auch nicht einlassen. Hat alles mögliche gespielt hier. Wie Bauer nach H3. Aber Carlsen spielt katalanisch, wogegen Duda in der Vergangenheit ein bisschen Probleme hatte. Und wir schauen, wie es diesmal läuft. Duda schlägt diesen Bauern. Einen der Hauptzüge neben Läufer E7 und Läufer B4 Schach. Und weiß typisch im Katalanen, ist nicht in Eile, den Bauern zurückzugewinnen. Das könnte er machen mit Dame nach A4 Schach. Dann den Bauern schlagen, aber dann würde Schwarz sich schnell entwickeln. Spieler D7. Die Figuren kämen raus. Deshalb ist der kritische Zug gelaufen nach G2. Weiß er, den Bauern hier schnappe ich mir später schon. Und wenn du daran arbeiten willst, ihn zu behalten, dann wirst du dich schwächen müssen. Duda möchte auch nicht unbedingt den Bauern halten, er möchte hier schnell die Lage klären. Und spielt eine Variante, die er schon häufiger gespielt hat. Bauer nach C5. Diesen Springer rauszubringen und den weißen Zentrumsvorteil zu neutralisieren. Aber es kostet ein bisschen Zeit. Und die Frage wird sein, wie weiß das aus uns? Aber es ist alles auch wohlbekannte Theorie. Kurz Rochade, Springer nach C6, attackiert den Bauern. Carlsen greift zum Zug, Dame nach A4. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. D schlägt C5 ist populär. Ein Endspiel, was dann entsteht nach schlägt. Springer raus. Jetzt kann Schwarz diesen Bauern nicht gut verteidigen. Wie meistens so. Und Schwarz hat etwas bessere Struktur, aber Weiß hat den mächtigen katalanischen Läufer. Kann hier versuchen, ein bisschen Druck zu machen. Also wird Carlsen nicht genug gewesen sein. Gibt auch andere Möglichkeiten. Springer E5, sein beliebter Zug. Mit dem taktischen Trick. Nein, jetzt fängt das Brett wieder an zu lecken. Warum leckt das Brett immer? Dann müssen wir durch. Der Springer schlägt D4, scheitert an Bauer nach E3. Und wenn der Springer wegzieht, wird alles weggenommen. Zack. 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 Auch das wird natürlich beiden Seiten wohl bekannt. Carlsen spielt Dame nach A4. Nutzt diese Fesselung. Schwarz spielt auch nach D7. Ebenfalls der Hauptzug. C schlägt D4, Springer schlägt D4 ist besser für Weiß. Zwar früher populär, aber ist keine gute Variante. Eben sein berühmtes Damenopfer. Das war da eigentlich so gut. Deshalb läuft er nach D7 und jetzt holt sich Weiß den Kopf von Bauern zurück. Mit Dame schlägt C4. Schwarz schlägt auf D4. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Bauer nach B5 ist der andere Hauptzug, um die Dame zu attackieren. Und die Dame sollte nicht hier schlagen, weil dann der Springerabzug kommt. Also nach Bauer nach B5 muss Weiß mit der Dame irgendwann D3, C3. Ich glaube, in jüngster Vergangenheit gab es hier die Partie Giri gegen Ayantari, wo irgendwie so gespielt wurde. Ebenfalls mit kompliziertem Spiel. Aber Duda spielt einen Zug, der er schon mal gespielt hat, C schlicht D4. Und damit hat er ziemlich böse Schiffbruch erlitten in Düsseldorf gegen Wesley So mit den schwarzen Steinen, wo er auf einen relativ bekannten ist. Zu der Situation kommen wir mal schlägt Weiße Morni zurück. Schwarz bringt die Figur ins Spiel, Turm nach C8. Weiß entwickelt sich ebenfalls, Springer nach C3. Alles noch wohl bekannt, Springer schlägt D4, Dame schlägt D4. Läufer nach C5, gewinnt ein Tempo, indem er die Dame angreift. Die Dame muss weg, H4 ist das populärste Feld. Könnte auch hier hingehen. Aber Dame nach H4 ist normal. Vielleicht eines Tages hier. Mit der Fesselung zu nerven und den Springer im Blick zu behalten. Und jetzt hat Schwarz die Wahl. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, diesen Bauern zu opfern. Der ist angegriffen. Ich glaube, die populärste ist kurz Rochade einfach. Läufer schlägt den Bauern. Jetzt Turm nach B8. Der Läufer geht weg. Und jetzt Bauer nach H6. Sorry, Deep Theory, um der Dame das Feld zu nehmen. Oder sofort Turm nach B4, um die Dame zu nerven. Und Schwarz kriegt Kompensation für den geopferten Bauern. Aber er hat einen Bauern weniger. Und das ist nicht unbedingt jedermanns Sache.
Aber ich wundere ehrlich gesagt, dass Duda diese Variante mit Läufer nach C6 wiederholt. Denn die hat er ja schon gegen Wesley So gespielt. Und die Variante hat einen eher zweifelhaften Ruf. Schwarz muss sehr, sehr genau spielen, um hier zu überleben. Aber schauen wir, was passiert. Gazan schlägt. Man kann auch erst Turm D1 spielen. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht. Aber Gazan schlägt zuerst. Turm schlägt. Spielt Turm nach D1. Wenn wir jetzt auf die Schirme gucken, Bauernstruktur ist relativ symmetrisch. Figuren auch relativ gleich. Also Schwarz müsste nur noch in Anführungszeichen ein paar stabilisierende Züge machen. Dame irgendwo hin. Rochade Läufer E7. Und er hätte keinerlei Problem. Aber die Frage ist, wie macht er das? Und als Duda die Schirme das letzte Mal auf dem Brett hatte, da griff er gegen Wesley So zu dem bekannten Fehler, dem normalen Zug, aber bekannten Fehler, Dame nach B6, dass diesen Bauern angreift. Aber das rennt in den taktischen Trick. Läufer nach H6. Ein Trick, der schon häufig gespielt wurde, ich glaube, das erste Mal in den 70er Jahren vielleicht von Zoltán Ribly. Also, da hatte Duda seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann auf H6 die Partie tatsächlich schon ziemlich vorbei. Hier geschlagen wird König nach G2. Und die schwarze Stellung bricht zusammen. Schlägt hier, über die Dame hier schlagen. Und auf einmal droht alles Mögliche. Also Duda hatte die Partie schnell verloren, was man selten sieht auf dem Level im klassischen Schach, dass jemand aus der Eröffnung in der bekannten Variante so schnell verliert. Aber er weicht ab mit Dame nach A5, das wird seine Verbesserung gewesen sein. Also fällt natürlich nicht wieder auf diesen Trick rein mit Dame B6 auf A6. Trotzdem komisch, dass er zweimal diese Variante spielt, die ein bisschen wackelig ist. Aber er wird sich auf die Verbesserung Dame nach A5 verlassen haben. Carlsen kann jetzt nicht mehr Läufer nach H6 spielen, weil Schwarz jetzt rochieren würde. Ja, vielleicht soll ich kurz den Unterschied zeigen. Also wenn die Dame nach B6 geht, dann Läufer nach H6. Kurze Rochade, jetzt gewinnt Weiß mit Läufer schlicht G7. König schlicht G7, Dame G5 Schach. Und Weiß gewinnt. Aber in unserer Variante mit der Dame auf A5, wenn der Läufer jetzt nach H6 geht, dann voll kurz Rochade, Läufer schlägt G7. Sorry, das Brett will nicht so schnell wie wir. Und jetzt der Unterschied, die Dame von hier aus verteidigt dieses Feld. Deshalb kann Schwarz sich hier retten. Mit dem Läufer auf Verlauf steht F2, überdeckt dieses Feld, König schlägt F2, König schlägt G7. Und weil die Dame das hier covert, ist diese Stellung ungefähr ausgeglichen. Also darauf wird Duda sich verlassen haben. Aber Weiß natürlich nicht gezwungen, Läufer nach H6 zu spielen. Also gerade spielt Läufer nach G5, attackiert hier, Läufer nach E7 und Schwarz braucht noch ein, zwei Züge, dann ist er safe, noch gerade in H6. Aber werde die Zeit kriegen. Carlsen spielt Turm A nach C1, bringt den Turm ins Spiel. Es gab die Alternative Springer nach E4, aber das bringt nicht sofort, nicht so viel, weil dann Schwarz verteidigt mit Dame nach E5. Und wenn hier alles getauscht wird, kriegen wir nur ein ausgeglichenes Endspiel. Aber Carlsen spielt den Zug Turm A nach C1. Und ich weiß nicht genau, was bei Duda schiefgelaufen ist. Ist natürlich eine Schnellpartie. Vielleicht hat er irgendwas gespielt. Aber er greift jetzt ziemlich entscheidend, aber sehr, sehr hübsch fehl. Beziehungsweise die Variante, die folgte, sehr hübsch. Da habe ich die Partie hier ausgewählt. Aber Duda begeht hier schon einen vielleicht entscheidenden Fehler in Form des Zuges Bauer nach H6. Greift den Läufer an. Aber es funktioniert nicht und wir sehen gleich, warum. Stattdessen hätte er kurz rochieren sollen. Das ist alles noch relativ bekannt, deshalb wundert es mich. Aber okay. Theorie-Nerd hier. So. Schlägt, schlägt, schlägt und Bauer schlägt. Und Weiß steht minimal besser, wegen des etwas geschwächten schwarzen Königs. Aber das ist eine Stellung, die Schwarz normalerweise überleben sollte. Jetzt Turm C3 oder B4. Schwarz muss ein bisschen aufpassen, aber wie gesagt, nur mit den Schwerfiguren hier ist das einigermaßen spürbar. Schwarz sollte mit dem Bauern schlagen, nicht mit der Dame, denn wenn er mit der Dame hier schlägt, dieses Turmspiel wäre sehr, sehr undankbar. Aber wir haben die Partie nicht angeguckt, um hier nur katalanische Theorie zu diskutieren, sondern wegen dem, was jetzt folgt auf den Zug Bauer nach H6. Greift den Läufer an und natürlich möchte Carlsen nicht hier schlagen, sondern er spielt wieder den Zug Springer nach E4. Das wird Duda noch nicht überrascht haben.
verteidigt den Läufer. Hier mit dem Bauern kann er nicht geschlagen werden, weil dann der Turm fiele. Und mit der Dame kann er jetzt logischerweise nicht geschlagen werden, weil der Springer da ist. Und öffnet die Stellung für die weißen Figuren. Also wir sehen, Schwarz hatte eine gesunde Stellung, aber ihm fehlt ein Tempo. Ist ja auch schwarz, um hier alles in Sicherheit zu bringen. Und jetzt ist guter Rat auf einmal schon sehr, sehr teuer. Aber ich glaube, Duda wird das berechnet haben hier und sich auf das verlassen haben, was in der Partie folgt. Er tauscht die Türme. Turm schlägt C1. Turm schlägt C1. Und jetzt droht auch noch Turm C8 Schach. Hier kann man auch nicht geschlagen werden. Aber jetzt schlägt er hier. Springer schlägt E4. Wenn die Dame hier schlagen würde, käme Läufer Stich G5 und Schwarz steht gut. Der Läufer kann hier zurückkehren. Deshalb nimmt Weiß diesen Läufer und droht. Angenehm Turm C8. Er hält auch den König in der Mitte fest. Dazu ist der Springer jetzt angegriffen. Aber ich glaube, all das wird Duda eingeplant haben. Und sich hier auf den Konter, dass die Partie schon Dame nach D2 verlassen haben. Was den Turm angreift und die Dame richtig dicht an den weißen König bringt. Und der Grund, warum wir diese Partie angucken, ist der nächste Zug von Magnus Carlsen. Der einzige Gewinnzug, aber sehr, sehr schwer vorauszusehen. Also, wer Spaß hat, pausiert hier das Video und rechne ein bisschen, wie gewinnt Weiß. Die Lösung ist nicht der naheliegende Zug Turm nach C8 Schach. Denn dann würde der König aus dem Weg gehen. Turm D8 bringt nichts, wird geschlagen. Also, Turm schlägt H8. Aber jetzt kontert Schwarz mit Dame E1 Schach. König G2. Dame schlägt F2 Schach. Der König muss vor. Aber da erwischt es ihn. König H3. Dame F1 Schach. König G4. Und Dame nach F5. Schachmatt. Oder wenn der König in die Ecke geht, dann ist gleich mal Dame F1. Also, was soll Weiß tun? Den Turm passiv wegziehen kann es auch nicht sein. Dann droht Turm C8 nicht mehr, die Dame könnte hier schlagen. Es gibt einen Zug, der die Partie gewinnt. Und ich vermute, das ist, was du da von Weitem übersehen hast. Zwar ist der Zug Läufer nach G5. Der Läufer kann auf drei verschiedene Arten geschlagen werden, aber keine dieser Züge rettet Schwarz. Und dazu verteidigt der Läufer den Turm auf C1 und greift die Dame an. Überfordert also die schwarze Stellung. Ein wunderschöner Zug. Ich weiß nicht, ob Carlsen das vielleicht sogar noch wusste, aber wahrscheinlich wird er das berechnet haben. Und auf einmal geht nichts mehr. Gucken wir uns einmal rum. H schlägt G5, ist klar. Ist nicht toll. Dann kommt Dame schlägt H8. Wenn der König weggeht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber die Dame kann hier rüber switchen, zum Beispiel den Turm verteidigen. Der Turm hält die Grundreihe und früher oder später beschießen können. Wenn die Dame schlägt, dann tauscht Weiß einfach. Dame schlägt G5, H schlägt G und jetzt ist der Turm weg hier in der Ecke. Turm C8 Schach. König D7 und Turm schlägt H8. Partie ebenfalls vorbei. Also bleibt nur das Schlagen mit dem Springer, was Duda auch spielt. Aber jetzt ist der Springer weg von E4 und er kontrolliert bzw. greift nicht mehr den Punkt F2 an. Das heißt, jetzt hat Carlsen Zeit, deshalb hat er seinen Läufer hier geschenkt, um den Springer hier wegzulenken von E4. Jetzt hat er Zeit, sich hier unten zu bedienen. Turm C8, der König muss weg. Und Turm schlägt H8. Und jetzt, wo der Springer nicht mehr da ist, bringt dieses Gegenspiel nichts mit Dame E1, König G2 und bei Weiß ist alles in Ordnung. Deshalb gewinnt Weiß hier einfach die Partie. Duda versucht noch, ein bisschen Gegenspiel zu organisieren mit Dame steht E2. Der Springer ist gefesselt, aber eines Tages könnte Dame F3 Schach, Springer F3 Schach mal in der Luft liegen. Oder Dame D1, gefolgt von Dame D5. Aber Carlsen lässt mir keine Chance. Gibt Schach mit der Dame, der König muss weg. Nächstes Schach mit der Dame, der König muss wieder weg. Und jetzt, wo die Dame hier alles deckt, macht er einen starken, wichtigen kleinen Zug. König nach G2. Wenn dann Springer H3, Springer F3, Dame D1. Und bereitet vor, sich wieder dem schwarzen König zu widmen mit Bauer nach H4.
Die Partie ist gelaufen. Duda wehrt sich noch stark. Bauer E5, Dame E3, Dame Schick B2. Das hält man gegen einen Magnus Carlsen nicht aus. Mit der Qualität weniger und vor allem diesen König in der Mitte. Schmeier E6, Dame E4, Schach. Springer F6, Bauer F5. Ja, Dame D5 gefolgt. Wenn der Springer immer hingeht, dann kann hier geschlagen werden. Sonst hat er kein tolles Feld. Also hätte auch nicht funktioniert, weil es den Springer entwurzelt. Deshalb probiert Duda König F6. Bauer E8, gemeiner Zug. Schneid den König ab vom Rückzug nach E7 und droht Dame F3 Schach. Gefolgt von Bauer H5 oder Turm nach E7. Und es gibt kein Halt mehr. Duda probiert Dame B5, greift den Turm an. Carlsen. Ich tue es so, als sei es leicht, aber die weißen Züge hier sind nicht besonders einfach. Sie sind nur für einen Magnus Carlsen. Leicht, diese Partie zu Ende zu spielen. Aber dieses ganze Turm E8 und jetzt Turm nach B8, nachdem er die Dame weggelockt hat, durchaus noch nicht leicht zu sehen. Er muss sich aber einschätzen, dass das Endspiel verloren ist und hat damit C6, also schwarz verloren. Schlägt, schlägt. Jetzt kommt Turm nach A8. Der A-Bauer fällt und der Weiße läuft. Also sehr elegante Verwertung von Carlsen, der hier auf dieses Schach verzichtet, weiserweise. Denn darauf hatte Duda spekuliert, dass er den Turm angegriffen. Jetzt käme das Gegenschach. Springer F4, G schlägt F, Dame schlägt E8. Und Schwarz ist wieder im Rennen. Aber nicht so nach Turm nach B8. Duda probiert noch Sperr C5, um diesen Bauern zu überdecken. Es folgt Dame nach D5. Im Zweifelsfall Figuren in die Mitte. Und die weißen Schwerfiguren dominieren hier die Lage. Endspiel ist immer noch verloren. Deshalb spielt Duda A6, um die Dame zu decken. Jetzt greift Carlsen weiter an mit Turm F8 und die schwarze Stellung bricht in sich zusammen. Wenn die Dame hier zurückgeht, fällt der Springer. Duda hätte noch Springer E6 probieren können, aber dann kommt Dame F3 Schach. Jetzt wird Springer F4 nichts bringen, weil der Turm nicht mehr angegriffen ist von der Dame und der König wegginge. Dann Turm steht F7. Gefolgt von Turm schlägt B7. Und Duda war der Meinung, dass das hier nicht mehr das Weiterspielen lohnt. Also, man muss konstatieren, die zweite Eröffnungskatastrophe für Jan Krzysztof Duda in derselben Variante. Er hat jetzt mit Dame B6 einmal sehr schnell gegen Wesley So verloren und mit seiner Verbesserung Dame A5 trotzdem nur zwei Züge später oder drei Züge später nach dem Fehler H6 in einer aussichtslosen Situation gelandet, Springer E4. Aber der Grund, warum ich diese Partie zeigen wollte, ist der wunderschöne Zug Läufer nach G5 hier. Der einzig gute Zug für Weiß. Der Läufer bietet sich an. Aber Schwarz muss immer eine seiner Angriffsfiguren ablenken lassen von dem Läufer. Und Weiß gewinnt die Partie. So, genug Pfeile gezeichnet. Wir schauen noch einmal auf den Stand im Schnellschach beim Zagreb-Turnier. Hier haben wir ihn. Magnus Carlsen musste schon zwei Niederlagen hinnehmen. Die Zahlen sind ein bisschen verwehren. Für einen Sieg gibt es 2 Punkte, für einen Unentschieden 1 Punkt, für eine Niederlage 0 Punkte. Aber er ist noch dicht dran an der Spitze. Es führen Fabiano Caruana und Jan Nepomniachtchi, der am ersten Tag nur 1-3 hatte, dann am zweiten Tag aber all seine Partien gewinnen konnte. Vishy Anand, die Legende, ebenfalls noch sehr, sehr gut dabei. Genauso wie sein 17-jähriger Landsmann, Gukesh. Die Außenseiter haben schwer, Saric und Lupulescu. Sonst das Feld noch relativ dicht beisammen. Es werden noch 18 Partien Blitz gespielt, glaube ich. Also es kann noch viel passieren. Mal gucken, ob wir noch mal reinschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Hier Props an Magnus Graz für den Zugläufer G5. Scheint ein guter Schachspieler zu sein. Ich glaube, das können wir festhalten.